ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks und damit herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Heute wieder mit einem Krimi-Klassiker. Genau darum geht es hier. In jeder Kein-Mucks-Ausgabe präsentieren wir einen spannenden Krimi-Oldie aus den Radioarchiven. Diesmal stellt der Mitteldeutsche Rundfunk das Funkfundstück der Woche. Und der verwaltet bekanntlich den akustischen Nachlass dieser Stationen. Radio DDR, erstes und zweites Programm. Ja, und diese Pausenzeichenmelodie stammte ursprünglich aus einem Lied der Arbeiterbewegung, Wann wir schreiten Seit an Seit. Noch so ein Pausenzeichen aus der DDR, hier ein weiteres Mal in der Gruselversion. Ein Klang aus ganz alter Zeit. Am 22. September 1971 um 20.05 Uhr lief im Rundfunk der DDR mal wieder ein Kriminalhörspiel. Aber nicht irgendeines, sondern ein Hans-Siebe-Krimi. Und dieser Name war ein Gütesiegel geworden. Ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Ein Hörspiel von Hans Siebe. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Das war ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe. 1963 sendete Radio DDR Hans Siebes ersten Krimi. Er schrieb bis 1990 eine ganze Reihe von Hörspielen, darunter knapp 40 Krimis. Der Funkdramaturg Gerhard Rentzsch brachte Siebe zum Radio, als der noch als Fernfahrer arbeitete. Doch Ende der 60er konnte Siebe diesen Nebenjob nicht mehr ausführen. Er wurde zum Vielschreiber. In den 70ern verfasste er Kriminalgeschichten für die beliebte DDR-Heftreihe Blaulicht. Und dann, wieder fürs Radio, mehrere Folgen der Serie Tatbestand. Das ist die Titelmelodie von Tatbestand. Hier ging es um wahre Fälle aus dem DDR-Alltag. Diese Radioserie entstand, Zitat, in Zusammenarbeit mit dem Generalstaatsanwalt der DDR und sollte das Rechtsverständnis im Sozialismus vermitteln. Hans Siebe hatte die frühen Folgen geschrieben, 40 wurden es insgesamt. 1989 lief die letzte Tatbestand-Episode, danach wurde der Generalstaatsanwalt nicht mehr benötigt. Verhandelt wird die Verkehrsstrafsache Gütt, Erwin. Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, nichts hinzuzufügen und nichts wegzulassen. 1971 aber gab es die DDR noch. Zwei Jahre vor der ersten Sendung von Tatbestand schrieb Hans Siebe einen frei erfundenen Gerichtsfall. Wer vor Gericht vorsätzlich falsch aussagt, kann mit Freiheitsentzug bis zu 3 Jahren bestraft werden, § 230 Strafgesetzbuch. Hans Siebes Hörspiel trug den Titel Bahnschranke Kienbusch und spielt, wie man schon ahnt, in einem Verhandlungssaal und den Gängen drumherum. Fragen an den Angeklagten, Frau Staatsanwältin? Bahnschranke Kienbusch bringen wir Ihnen gleich in voller Länge. Zuvor möchte ich Ihr Ohr auf diese Stimme lenken. Angeklagter, Ihre Aussage steht im Widerspruch zum Ermittlungsbericht. Das ist der oberste Richter im Krimi, gespielt von Walter Niklaus. Wie kommt es, dass Ihre Erinnerung heute lückenhaft ist? Walter Niklaus ist nicht nur der Richter, sondern auch der Regisseur dieses Hörspiels. Niklaus war eine Rundfunklegende der DDR, Jahrgang 1925, vor 3 Jahren ist er verstorben. Das Bahnschranke Kienbusch-Hörspiel lebt von seinem Spiel und seiner Regie. 14 Hans-Siebe-Krimis inszenierte Walter Niklaus zwischen 1967 und 1990. Was war weiter? Berichten Sie doch endlich Zusammenhänge. Walter Niklaus war seit 1964 Leiter der Regiegruppe Leipzig im dortigen Funkhaus Springerstraße für die Hauptabteilung Funkdramatik des Rundfunks der DDR. Seine Stimme war so charismatisch und einmalig, dass er häufig als Sprecher in Dokumentationen und als Erzähler in Fernsehfilmen zum Einsatz kam. Etwa als Chronist des TV-Sechsteilers Sachsens Glanz und Preußens Gloria und vor der Kamera in dieser Serie hier. Musik.
Das ist die Titelmelodie von Das unsichtbare Visier, eine DDR-Spionageserie. In der ersten Staffel von 1973 war Walter Niklaus hier als CIA-Agent Wilson zu sehen, zusammen mit Armin Müller-Stahl, der die Hauptrolle spielte. Walter Niklaus blieb aber dem Rundfunk verbunden. Die Hörspieldatenbank verzeichnet ganze 284 Einträge, die zwischen 1959 und 2012 entstanden. Und da sind Funkfeatures und seine sonstigen Radioaktivitäten nicht eingerechnet. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Übertragung. Walter Niklaus hier bei einem Remake einer historischen Funkstunde. Doch vergessen wir den Synchronsprecher Walter Niklaus nicht. Ich habe jetzt übrigens das Strand Magazine abonniert, bin also Leser ihrer Detektiv-Stories geworden. Wenn Sie mich unbedingt zum Helden machen wollen, sollten Sie weniger Gewicht legen auf das Melodramatische und dafür mehr auf das Intellektuell-Psychologische. Natürlich spricht Walter Niklaus hier, das haben Sie erkannt, den großen Sherlock Holmes. Ich habe nicht gesagt, dass etwas dahinter stecken muss. Trotzdem ist es ein Fehler, etwas für wahr zu halten, weil es einleuchtend ist. Die Wahrheit findet man nur durch den mühseligen Prozess der Eliminierung der Unwahrheit. Eine auch heute noch oft wiederholte schwarz-weiße Filmserie. Walter Niklaus synchronisierte Basil Rathbone, einen der ersten Sherlock Holmes Leinwanddarsteller. In diesem Fall dürfte das schwierig sein. Wir haben keine Fakten. 14 Filme mit Basil Rathbone entstanden zwischen 1939 und 1946 in den USA. Nur einer basierte auf einer Conan Doyle-Vorlage, alle anderen waren frei erfunden. Diese Sherlock-Holmes-Reihe kam viel später nach Deutschland. Erst 1969 wurden einige Folgen in der DDR synchronisiert. Kommen Sie rein, Watson. Mein alter Junge, ich freue mich, Sie zu sehen. Sie haben doch nur Schritte gehört und mich dennoch gleich erkannt. Wieso? Ein ganz einfaches Exempel, Watson. An meiner Stelle hätten Sie es gewiss nicht anders gelöst. So wie Sie gehen oder auch trampeln, so geht kein Zweiter in London. Sie können gleich mit mir frühstücken. Ich gestehe, ich habe damit gerechnet. Walter Niklaus hier als Sherlock Holmes mit Alfred Bohl als Dr. Watson. Beide hören Sie gleich auch in unserem Hörspiel Bahnschranke Kienbusch. Nun raus mit der Sprache. Was treibt Sie von Northumberland so früh nach London? Woher wissen Sie übrigens, dass ich direkt aus Northumberland komme? Auch das ist einfach, Watson. Der Staub auf Ihrem Anzug ist frisch von der Bahnfahrt. Andererseits kommt zu dieser Zeit nur ein einziger Zug an. Es ist der Newcastle Express aus Northumberland. Ich schlussfolgere, Sie kommen aus Northumberland. Naja, Sie haben es erraten. Klar. Und Walter Niklaus sprach den Basil Rathbone Holmes sogar häufiger als 14 Mal, denn die DDR-Synchronfassungen wurden in den frühen 80er Jahren noch einmal neu aufgenommen. Sonderbar. Sehr sonderbar. Und ein paar letzte Folgen sogar erst in den 90ern. Er muss den Täter gekannt haben. Er hat ihn ohne weiteres hereingelassen. Niklaus war seinerzeit Dauergast im DEFA-Studio für Synchronisation in Leipzig. Mal sprach er John Gielgud, mal Laurence Olivier, Spencer Tracy oder Max von Sydow. Parallel dazu arbeitete Walter Niklaus im Radiofunkhaus in der Leipziger Springerstraße mit Schauspielerinnen und Schauspielern wie etwa Rolf Hoppe, Kurt Böwe, Jutta Wachowiak, Jürgen Hentsch oder Sylvester Groth. Manchmal stand er gleichzeitig am Mikrofon und vor dem Regiepult, so auch in dem Hörspiel, das nun folgt. Es geht los. Aus dem Rundfunk der DDR von 1971, präsentiert vom MDR und dem Bockwitzer Milchauto. Bahnschranke Kienbusch von Hans Siebe. Die Geschichte einer eindeutigen oder eben nicht eindeutigen Beweislage. Freuen Sie sich auf rekordverdächtig viele überflüssige Namen in einem einzigen Hörspiel. Die des Kollektivvertreters, des Kriminalisten vom Dienst, des Vorsitzenden des Verkehrssicherheitsaktivs und des gesellschaftlichen Vertreters. Diese Namen sind alle egal. Vorab ist nur eines wichtig. Der 32-jährige Paul Hinze ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Witwe heißt Gerda Hinze. Der Angeklagte ist der Stahlwerker Erwin Gütt. Um den geht es. Wir fangen an. Und nach dem eigentlichen Hörspiel habe ich noch eine Überraschung für Sie. Gute Unterhaltung. Bahnschranke Kienbusch. Ein Hörspiel von Hans Siebe. Behandelt wird die Verkehrsstrafsache Gütt, Erwin. Vorsitzender Oberrichter Mund, Schöffen, Frau Gottschalk, Beruf Hausfrau und Herr Berger, Beruf Tischler. Vertreter der Anklage, Frau Staatsanwältin Bauer. Das Protokoll führt die Justizangestellte Singer. Ist der Kollektivvertreter anwesend? Ist da. Ihre Personalien bitte. Adolf Sommer, 11.10.37 in Prenzlau. Beruf Stahlwerker. Ich bin Ihr Brigadier. Herr Sommer, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie als Kollektivvertreter hier nicht die eigene Meinung vortragen dürfen, sondern ausschließlich die des Kollektivs.
Ist Ihnen das bekannt? Weiß ich, ja. Sie sind der gesellschaftliche Verteidiger? Ja, Arnsdorf, Willi. Ihre Personalien bitte für die Protokollantin. Willi Arnsdorf, 26.02.1925 in Kalbe. Beruf Stahlwerker. Ich bin Meister an der Warmstraße im Stahlwerk Bockwitz. Vorsitzender des Verkehrssicherheitsaktivs. Danke. Als Zeugen sind geladen die Bürger Biernack Heinz, Retzlaff Hermann, Matusch Hans, Wolf Richard und Frau Hinze Gerda. In der Verhandlung werden Sie als Zeugen gehört. Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, nichts hinzuzufügen und nichts wegzulassen. Wer vor Gericht vorsätzlich falsch aussagt, kann mit Freiheitsentzug bis zu 3 Jahren bestraft werden, § 230 Strafgesetzbuch. Verlassen Sie jetzt bitte den Verhandlungssaal, Sie werden später hereingerufen. Der Herr Verteidiger und der Kollektivvertreter, nehmen Sie bitte Platz. Herr Gütt, bitte stehen Sie auf. Ihre Personalien sind Gütt Erwin, geboren am 15.05.1944 in Saalfeld, wohnhaft in Bockwitz, Laubengasse 4. Sie sind ledig und von Beruf Stahlwerker im Stahlwerk Bockwitz. Stimmt das? Jawohl. Danke. Bitte, Frau Staatsanwältin. Hohes Gericht, ich erhebe Anklage gegen Gütt Erwin. Personalien sind bekannt. Am 6. Juni 1970, morgens um 1.25 Uhr auf der Bockwitzer Landstraße schuldhaft einen schweren Verkehrsunfall herbeigeführt zu haben, § 196, und wegen Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit, § 200, Strafgesetzbuch. Die Anklage stützt sich im Einzelnen auf den Ermittlungsbericht der Verkehrsunfallkommission und das Vernehmungsprotokoll. Danke, Frau Staatsanwältin. Ich verkünde den folgenden Beschluss. Gegen den hier anwesenden Erwin Gütt wird wegen schuldhafter Herbeiführung eines schweren Verkehrsunfalles am 6. Juni 1970 auf der Bockwitzer Landstraße, wobei er unter Alkoholeinwirkung stand und einen PKW fuhr, § 196 und 200 Strafgesetzbuch, die Verhandlung eröffnet. Angeklagter, treten Sie vor. Hierher bitte. Sie haben gehört, was die Anklage Ihnen vorwirft. Wollen Sie sich dazu äußern? Dann schildern Sie zunächst Ihren Lebenslauf. Geboren am 15. Mai 1944 in Saalfeld. Sprechen Sie lauter. Meine Mutter war Schneiderin, mein Vater Schlosser. Er ist seit 1944 auf See vermisst. Von 1950 bis 1960 habe ich die 3. Grundschule in Saalfeld besucht. Danach habe ich Schmied gelernt. Na, endlich. Danke. Hier darf man doch. Klar. Ob das lange dauert, die Sache hier? Keine Ahnung. Übrigens, Retzlaff. Ich kenne Sie doch, Herr Retzlaff. Spottklause Hagenhorst. Ich fahre übrigens das Bockwitzer Milchauto. Wolf. Ah, oh, Herr Wolf. Mir erlangt das vielleicht. Nachts auf Achse und dann hier rumsitzen. Mir können die nichts. Bier ist nicht, habe ich zu Hinze gesagt. Draußen steht am Wartburg. Da meint Gütt, lass uns schlucken, Hermann, ich fahre. Ich sagte zu Gütt. Frau da in Schwarz ist es. Ja. Hinzes Frau, ja. Ein Jammer. Und noch 2 Jungs. Wo sitzt sie da mit den beiden? Also, ich sagte zu Gütt, hast du die Fahrerlaubnis dabei? Erst hat er gegrinst, aber ich habe nicht locker gelassen. Nein, die können mir nichts. Das Auto ist Schrott. Blech ist zu ersetzen. 32 war er. Haben Sie den Unfall gesehen? Nur gehört davon. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Ist doch erst passiert, als ich vorbei war. Hat der Dicke was damit zu tun? Das ist Biernack. Auch Stahlwerker. Dieselbe Brigade wie Hinze und Gütt. Er hat mit Hinze getrunken. Hat Schwein gehabt. Bloß ein paar Kratzer. Saß hinten, aber voll wie 1000 Mann. Was ist denn das für einer? Der mit der Brille? Der Schrankenwärter. Ich fahre jede Nacht durch die Bahnschranke Kienbusch. Er hockt meistens an einem Kapuff. Ein ruhiger Job. Hat der was mit dem Unfall zu tun? Keine Ahnung. Gibt's hier eine Kantine? Nun berichten Sie, Angeklagter, wie war das am Freitag, dem 5. Juni?
Das fing doch mit dem Fußballspiel an. Ja, unsere Mannschaft SC Stahlwerk Bockwitz hatte ein Freundschaftsspiel in Hagenhorst. Da wollten wir hin. Wer wir? Wer von unserer Brigade schichtfrei war. Paul Hinze, Heinz Biernack und ich. Wie weit ist es bis Hagenhorst? 28 Kilometer. Wir sind zu dritt los, mit Pauls Wartburg. Und Sie sahen sich das Spiel an? Ja, aber wir waren ziemlich bedient. Sie meinen, Sie waren enttäuscht? 4-0. Ich wäre nach Hause gefahren, aber Heinz Biernack wollte den Ärger runterspüren. Trinken Sie oft zusammen? Wir arbeiten an der Warmstraße. Die Hitze hält man bloß 20 Minuten aus, dann 20 Minuten Abschwitzraum und jede Menge Limonade. Aber nach Feierabend? Da trinkt man keine Limonade, meinen Sie. Sie fuhren also in Hagenhorst zur Gaststätte Retzlaff und weiter. Paul Hinze bestellte Kaffee, weil er ja fuhr. Da habe ich zu ihm gesagt, du musst nicht Kaffee trinken, Paul, mir schmeckt heute nichts, ich fahre nachher. Kam sowas öfter vor, eine solche Abmachung? Ein paar Mal schon. Was haben Sie bestellt? Berichten Sie zusammenhängender. Heinz Biernack hat eine Lage bestellt und für mich Kaffee. Wie spät war es da? Das weiß ich nicht mehr. Im Protokoll steht, das Spiel dauerte bis 17.30 Uhr und um 18 Uhr waren wir in der Gaststätte. Dann stimmt das auch. 7 Stunden, von 18 Uhr bis 1 Uhr waren Sie in dem Lokal. Wurde während der ganzen Zeit getrunken? Naja, Paul und Heinz waren ganz schön... Wurde auch gegessen? Bockwurst mit Salat. Und was tranken Sie? Cola und Kaffee. Davon hatten Sie aber nicht die 1,0 Promille Blutalkohol. 1,0 Promille entspricht laut Gutachten etwa 1,4 zur Unfallzeit. Was sagen Sie dazu? Ich hatte einen Cognac getrunken. Vor der Polizei haben Sie ausgesagt, Sie hätten 3 Cognac getrunken. Daran erinnere ich mich nicht. Woran nicht? Dass Sie 3 Cognac tranken oder an die Aussage? An beides nicht. Ruhe bitte. Angeklagter, das ärztliche Gutachten billigt Ihnen zu, dass Sie bei dem Unfall einen Schock erlitten haben. Im Volkspolizeikreisamt Bockwitz haben Sie sich aber an alles erinnern können, was sich vor dem Unfall abspielte. Wie kommt es, dass Ihre Erinnerung heute lückenhaft ist? Das weiß ich nicht. Scheinbar erinnern Sie sich nur an das nicht, was Ihnen unangenehm ist. Fragen an den Angeklagten, Frau Staatsanwältin? Später, Herr Vorsitzender. Ja, bitte, Frau Schöffin. Im Protokoll steht, gegen 1 Uhr verließen wir die Gaststätte. Ja, das stimmt. Das wissen Sie also? Retzlaff sagte Schluss jetzt, ist schon 1. Wie hoch war die Zeche? Biernack und Hinze haben bezahlt. Weiter, im Protokoll steht, gleich nach 1 fuhren wir los. Dann stimmt das wohl. Bitte, Frau Staatsanwältin. Angeklagter, wer hatte die Autoschlüssel? Ich. Paul hat sie mir gegeben, ehe er trank, aber jetzt wollte er sie wieder haben. Er verlangte die Autoschlüssel zurück? Warum? Weil er gesehen hatte, dass ich einen Cognac getrunken habe. Du fährst nicht, sagte er. Das haben Sie auf der Polizei nicht angegeben? Die haben nicht danach gefragt. Was war weiter? Berichten Sie doch endlich zusammenhängender. Ihr Kollege Hinze war betrunken. Gaben Sie ihm trotzdem die Autoschlüssel? Nein, er hat sie mir aus der Hand gerissen. Auch das steht nicht im Protokoll. Ich war eben durcheinander und hatte das alles vergessen. Es gab also Streit um die Autoschlüssel. Ja. Mit welchem Resultat? Er behielt die Schlüssel. Und dann? Dann ist er gefahren. Ruhe bitte. Angeklagter, wiederholen Sie das mal. Paul ist gefahren. Sie behaupten, Paul Hinze ist gefahren? Ja, Retzlaff stand draußen, der hat es gesehen. Merkwürdig. Einmal erinnern Sie sich, dann wieder hakt Ihr Gedächtnis aus. Halten wir zunächst einmal fest, Sie bleiben dabei, Paul Hinze fuhr seinen PKW selbst. Sie sagen weiter, der Gastwirt Retzlaff kann es bezeugen. Angeklagter, Ihre Aussage steht im Widerspruch zum Ermittlungsbericht. Der Gastwirt Retzlaff hat nach eigener Angabe zu dieser Zeit Gläser gespült, konnte die Abfahrt also gar nicht beobachten. Das stimmt nicht. Retzlaff stand vor der Tür. Und Hinze ist gefahren? Ja. Unternahm denn der Gastwirt nichts, um das zu verhindern? Ich erinnere mich nicht. Aber dass Hinze gefahren ist, daran erinnern Sie sich? Ja. Wurde unterwegs gehalten? Ja, Biernack war schlecht. Und dann?
Dann hielt ein Lastwagen. Weiter. Angeklagter, lassen Sie sich doch nicht jedes Wort einzeln abfragen. Sie wissen, dass es das Bockwitzer Milchauto war und haben sogar mit dem Fahrer gesprochen. Also, wie war das? Paul wollte mit dem Milchauto nach Bockwitz mitfahren. Ich glaube, der Milchfahrer sagte, das geht nicht, hinter der Schranke biegt er ab. Hat er Sie nicht ermahnt, dass Sie nicht betrunken fahren dürfen? Kann sein. Und haben Sie ihm nicht geantwortet, Sie wären nicht betrunken? Nun strengen Sie sich etwas an, nachzudenken. Sagten Sie nicht, keine Sorge, Kumpel, ich bin nüchtern? Weiß ich nicht. Daraus wäre nämlich zu schließen, dass Sie die Absicht hatten, mindestens von hier an zu fahren. Was sagen Sie dazu? Die Absicht vielleicht. Aber wenn Paul sich was in den Kopf setzte... Bitte, Frau Staatsanwältin. Angeklagter, ich frage Sie, wollte Herr Hinze den Wartburg stehen lassen, wenn Sie mit dem Milchauto mitgefahren wären? Das weiß ich nicht. Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Das sollen wir Ihnen glauben? Sie müssen dann unmittelbar nach dem Milchauto abgefahren sein. Der Unfall geschah wenige Minuten, nachdem der LKW die Bahnschranke Kienbusch passiert hatte. Aber darauf kommen wir noch. Frau Staatsanwältin? Ich möchte präzise wissen, ab wann Ihre Erinnerung wieder einsetzt. Als es krachte und wie ich auf die Straße geschleudert wurde. Vor der Unfallkommission haben Sie gesagt, die Schranke war unten, ich musste scharf bremsen. Sie haben später nie bestritten, dass Sie gefahren sind. Ich war völlig durcheinander und erinnere mich nicht mehr. Ihre eigenen Worte waren, der Wagen krachte an den Baum und ich wurde hinausgeschleudert. Der Angeklagte soll einmal präzise schildern, was er tat, nachdem er auf die Straße geschleudert worden war. Ich weiß das nicht mehr genau. Dann berichten Sie es ungenau. Was war den Mitfahrern passiert? Paul lag auf der Straße. Der Kopf. Und Herr Biernack? An den dachte ich gar nicht mehr. Woran dachten Sie dann? An nichts. Ich bin in den Wald gelaufen. Um 5 Uhr früh, 3,5 Stunden später, haben Sie sich im Volkspolizeikreisamt Bockwitz gemeldet. Von der Bahnschranke Kienbusch sind es 7 Kilometer. Sie sagten wörtlich, wir hatten einen Unfall, Hinze ist tot, ich habe keine Schuld, die Schranke war unten. Das habe ich nicht gesagt. Sondern? Wir haben keine Schuld, habe ich gesagt. Dass die Schranke unten war, haben Sie aber gesehen. Ja. Wo saßen Sie da? Auf dem Fahrersitz? Ich saß wohl daneben. Ihre Gedächtnisschwäche wirkt nicht sehr überzeugend. Im Volkspolizeikreisamt Bockwitz hatte der Kriminalist vom Dienst den Eindruck, dass Sie durchaus gefasst waren und den Unfallschock überwunden hatten. Der Alkoholgenuss war Ihnen nicht anzumerken, Sie rochen intensiv nach Mentholbonbon. Sie wurden trotzdem dem Kreiskrankenhaus zur Blutuntersuchung zugeführt und das Ergebnis ist ja bekannt. Woher hatten Sie eigentlich die Mentholbonbon, Angeklagter? Ich habe manchmal welche bei mir. Um gelegentlich eine Alkoholfahne zu verdecken? Nein, nur so. Für die 7 Kilometer vom Unfallort bis zum Volkspolizeikreisamt brauchten Sie 3,5 Stunden? Ich bin rumgeirrt. Ich war ja vollkommen durcheinander. Auf Befragen haben Sie erklärt, die Kurve vor der Bahnschranke mit etwas überhöhter Geschwindigkeit gefahren zu sein. Ich habe bestimmt gesagt, wir sind so gefahren. Abgesehen davon, dass die Tachometernadel bei 100 Kilometer pro Stunde verklemmt war, zeugt der Zustand des Wracks davon, dass Sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit in den Bereich der 80 Meter Warnbarke einfuhren. Was sagen Sie dazu? Wissen Sie, welche Geschwindigkeit dort vorgeschrieben ist? 30 Kilometer. Erinnern Sie sich nun, dass Sie gefahren sind? Nein. Ich fasse zusammen. Auf die Vorhaltung, den PKW während des Unfalles gefahren zu haben, kann ich nur wiederholen, dass ich mich nicht daran erinnere. Ist das so richtig? Ja. Sind noch Fragen an den Angeklagten? Bitte, der gesellschaftliche Verteidiger. Erwin, ich verstehe dich nicht. Du hast nie bestritten, dass du gefahren bist. Du hast dich bisher auch an alles erinnern können. Wieso weißt du heute nichts mehr? Als Verteidiger will ich hier nicht deine Unschuld beweisen. Ich bin hier, um dem Gericht vorzutragen, wer du bist. Und du machst es mir schwer, dich zu verstehen. Was ist denn los, Erwin? Seit Wochen geht das nun so. Du bist gefahren, Paul ist tot und du bist schuld. Am Ende glaube ich es selbst. Ich kann's doch auch nicht ändern, mir fehlt die Erinnerung. Vielleicht habe ich mir das alles nur einreden lassen. Ja, von wem denn? Von der Polizei. Und auch von euch.
Wir hätten dir was eingeredet? Weißt du, was du da sagst? Wie kämen wir denn dazu, dir eine Schuld anzulasten, wenn du dich nie dazu bekannt hättest? Alles war doch klar. An alles hast du dich genau erinnert. Oder nicht? Ich habe mir das eingebildet. Angeklagte, prüfen Sie nicht nur Ihr Gedächtnis, sondern auch Ihr Gewissen. Bekennen Sie sich zur Wahrheit und lassen Sie die Metzi mit der verlorenen Erinnerung. Keine Fragen weiter an den Angeklagten? Dann setzen Sie sich. Wir beginnen mit der Zeugenvernehmung. Zuerst Retzlaff Hermann. Zeuge Retzlaff. Ja, hier. Wer ist das? Der Gastwirt. Was wollen Sie denn von dem? Sie fragen ihn bestimmt, wie viel wir getrunken haben. Davon wird Paul nicht wieder lebendig. Gerda. Nächste Woche fängt die Schule wieder an. Ich habe meine alten Hefte rausgesucht. Rechnen. Jetzt haben Sie Bruchrechnung schon in der 2. Klasse. Um die Schularbeiten hat er sich immer gekümmert. Vielleicht lenkst du dich ein bisschen ab, Gerda. Manchmal denke ich, ich bin nur verrückt, das ist alles nicht wahr. Wir haben dir bloß nicht so jetzt laufen. Wache ich nachts auf, dann gehe ich in die Küche und taule da, damit sie es nicht hören. Ich glaube, sie begreifen es noch nicht. Achim vielleicht. Der hing so an ihm. Ich nehme ihn morgen mit zum Fußball. Hast du von der Versicherung schon das Geld gekriegt? Die 8000 Mark Kasko. Aber das bleibt liegen, da gehe ich nicht ran. Was gebraucht wird, muss her. Mach dir keine Sorgen. Auch nicht um die Jungs. Wir sind doch da und die Frauen auch. Ist doch klar. Die Kulturarbeit übernimmt Atze. Aber er hat das Brigadier schon genug am Hals. Und vor allem, was aus Erwin werden soll. Ich hörte, war bei dir. Am nächsten Tag, ja. Er ist wie damals, ehe er bei uns warm wurde. So komisch. Er wüsste gar nicht, wie es passiert ist. Komm nie wieder her, hab ich gesagt. Geh bloß, du. Nachher tat er mir leid. Wie ein geprügelter Hund stand er da. Dann fragt er wegen der Versicherung. Versicherung? Ob das Auto Kasko versichert ist und ob Paul eine Lebensversicherung hat. Ja, hab ich gesagt. Warum? Er zuckte bloß die Schultern und ging. Ja, wer weiß, vielleicht wollte er dir helfen. Ich meine finanziell. Helfen. Herr Zeuge, Ihre Aussage vor der Unfallkommission lautet aber ganz anders. Den PKW sah ich nicht abfahren, zu der Zeit habe ich Gläser gespült. Die ganze Aufregung. Morgens erzählte der Bierfahrer von dem Unfall, nachher kam die VP. Sie dachten, besser man hält sich raus. Als Gastwirt. Eben. Ihr Beruf legt Ihnen die Verpflichtung auf, an Kraftfahrer keine alkoholischen Getränke auszuschenken. Das habe ich auch nicht gemacht. Güt wollte fahren und dem brachte ich nur Kaffee und Cola. Laut Blutalkoholtest hat er mindestens 5 Schnäpse und ebenso viel Glas Bier getrunken. Schütteln Sie nicht den Kopf, Herr Zeuge. Vor mir liegt das Gutachten. 1 Promille entsteht, wenn 1 Gramm Alkohol je Kilo Körpermasse getrunken wird. Der Abbau beträgt im Normalfall, den wir hier voraussetzen dürfen, pro Stunde 0,1 Promille. Zwischen Unfall und Blutentnahme lagen 4 Stunden, festgestellt wurden 1,0 Promille. Zur Unfallzeit waren es also 1,4 Promille. Da der Angeklagte 70 Kilo wiegt, bedeutet das, Herr Zeuge, dass er 98 Gramm Alkohol trinken musste, um den Wert von 1,4 Promille zu erreichen. Ein Glas Pilsener Bier enthält 12 Gramm Alkohol, 5 Gläser sind 60 Gramm. Dazu kommen 5 Gläser Cognac zu je 7,2 Gramm Alkohol, das ergibt 36 Gramm, zusammen also 96. Was sagen Sie dazu, Herr Retzlaff? Dann muss er das heimlich den Kollegen weggetrunken haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe jedenfalls keinen Tropfen... Ja, bitte, Herr Schäfer. Wie war das, als Sie Feierabend boten? Die 3 Bockwitzer waren die letzten. Schluss, habe ich gesagt, schon 1. Machte der Angeklagte den Eindruck, dass er getrunken hatte? Nein. Ich brachte die 3 zur Tür und schloss auf. Sie meinen zu? Nein, ich habe aufgeschlossen. Seit 12 hielt ich zu. Und
Es ist wahr. Ich stand in der Tür. Der Angeklagte sagt, Sie traten vor die Tür. Ja, das stimmt. Es war mondhell. Die Bockwitzer standen hinter dem Auto. Außer Biernack, der stand am Baum. Ziemlich wackelig und... Und die beiden anderen? Die stritten sich. Worüber? Ja, das weiß ich nicht. Frau Staatsanwältin. Herr Zeuge, Hinze und Gütt standen hinter dem Auto. Sie waren also vom Fahrzeug verdeckt? Nein, das Auto parkte mit dem Heck zu mir hin. Und dort standen sie. Sahen Sie, dass Hinze und Gütt einstiegen? Zuerst Biernack nach hinten. Und dann? Dann Hinze und Gütt. Auf welcher Seite stieg Gütt ein? Links oder rechts? Gütt? Rechts? Herr Zeuge, sind Sie Kraftfahrer? Früher ja, aber seit 10 Jahren... Sie wissen aber, dass sich der Fahrerplatz auf der linken Seite eines Autos befindet. Natürlich. Natürlich, das weiß er. Darum hielt er es für gescheiter, als er von dem Unfall hörte, sich nicht zu erinnern, dass Hinze gefahren war. War es so? Antworten Sie, Herr Zeuge. Sie haben Ihre Pflicht gröblichst verletzt. Sie hätten verhindern müssen, dass Hinze fuhr. Nein, Herr Vorsitzender, ich habe keine Schuld. Ehe ich das alles richtig kapierte, war das Auto schon weg. Einsteigen, starten und los, das war alles eins. Ich stand in der Tür und kriegte einen Schreck. Mein Gott, dachte ich, da fährt ja Hinze. Herr Zeuge, Sie berichten ungefähr das Gegenteil von dem, was Sie vor der Unfallkommission gesagt haben. Ist es diesmal wenigstens die Wahrheit? Ich schwöre. Es gibt bei uns keinen Eid, weder mit noch ohne Gott. Ob es die Wahrheit ist, das verantworten Sie vor Ihrem Gewissen und vor der Gesellschaft, Herr Zeuge. Ich fasse zusammen. Erst als der PKW losfuhr, sahen Sie, dass der betrunkene Paul Hinze am Lenkrad saß und da waren Sie nicht mehr in der Lage, dies zu verhindern. Jawohl, Herr Vorsitzender, so war's. Sind noch Fragen an die Zeugen? Bitte, Frau Staatsanwältin. Haben Sie mit jemand darüber gesprochen? Nur mit meiner Frau. Ich habe gesagt, mich laust der Affe. Entschuldigen Sie. Da fährt der Hinze. Und so besoffen, wie der ist. Um Gottes Willen, Hermann, hat sie gesagt. Wenn was passiert... Keine Fragen weiter. Noch Fragen an den Zeugen? Angeklagter, Sie haben das Recht, ebenfalls Fragen an den Zeugen zu richten. Das ist nicht der Fall. Sie können gehen oder der Verhandlung folgen, Herr Retzlaff. Angeklagter, stehen Sie auf. Sie haben gehört, was der Zeuge sagte. Konnten Sie Ihren Kollegen nicht hindern zu fahren? Paul hindern? Das schafft nicht mal Biernack und er ist doppelt so viel wie ich. Bodiga hat ganz schön der Frack geflattert. Schade, hier draußen hört man nichts. Sie meinen den, der im Rhein ist? Ja, der Gast, wer das Haken hast. Ja. Eigentlich komisch, was? Wir beide sehen uns jahrelang und das Tier auf dem Gericht, da reden wir miteinander. Ja, wirklich. Ich bin das 4. Jahr an der Schranke Kienbusch. Da ist nie was passiert. Sobald der 1.20 Uhr gemeldet ist, gucke ich immer die Straße runter. Ich sehe die Scheinwerfer und denke, das ist der Milchwagen. Heute schafft er es. Ein paar Sekunden warte ich noch, ehe ich runterlasse. Die Schranke sieht man erst nach der Kurve, an der dritten Barke. Na also, denke ich. Sie ist oben, heute komme ich noch durch. Nachts wartet man nicht gern. Die Schienen sind dazwischen, sonst würde man Wort reden. Im Sommer türmt man nicht gleich in die warme Bude. Der Wattbruch hatte wohl ein Gas drauf, was? Morgens haben sie es auf der Meierei erzählt. Ich dachte mir gleich, das war der Besoffene. Und dann kamen auch schon die weißen Mäuse. Den hatte ich gesagt, zuerst kam der Milchwagen, dann der 1.20 Uhr und dann ist das passiert. Ach, darum sind die zu mir gekommen. Mhm. Auch ein? Bonbon? Nein, besten Dank. Ich hab's manchmal mit dem Bronchien, zumal wenn's Wetter so diesig ist. Wir sind gut. Pfefferminz? Nein, Menthol. Zeuge Wolf! Na endlich. Hier! Sie heißen Richard Wolf, 36 Jahre alt, verheiratet, ein Kind. Sie sind Kraftfahrer bei der Genossenschaftsmeierei in Bockwitz. Mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein, Herr Richter. Fahren Sie die Bockwitzer Landstraße regelmäßig? Jede Nacht, außer sonnabends. Da habe ich frei. Ich fahre Flaschenmilch zu den Verkaufsstellen. Erinnern Sie sich an die Nacht vom 5. zum 6. Juni? Jawohl, Herr Richter. Die Anrede ist, Herr Vorsitzender. Ach so. Dann erzählen Sie mal, Herr Wolf. Das war freitags. Da ist stramme Lieferung. Ich komme von Hagenhorst und denke, wenn du Glück hast, ist der 1.20 Uhr durch. Hat aber Verspätung, dann ist es Essig.
dann ist die Schranke zu. Aber meistens habe ich Glück. Und in der Unfallnacht? Da bin ich durchgekommen, obwohl ich vorher bei dem Wartburg gehalten habe. Eben das möchten wir von Ihnen hören, Herr Zeuge. Der kam mir gleich nicht koscher vor, der Wartburg. Und dann winkte der eine. Wer? Nur zwei waren es. Der eine stand am Wagen und war ziemlich wackelig auf den Beinen. Sie meinen betrunken? Und wie? Der andere hielt ihn fest. Ich stoppe und frage, was ist los? Sie wollten mit nach Bockwitz, sagte der Betrunkene. Nachher ist er verunglückt. Und dieser andere, war das der Angeklagte? Ja, der. Ich weiß nun, dass da noch einer war, aber den habe ich nicht gesehen. Was haben Sie geantwortet? Ich fahre nicht nach Bockwitz, habe ich gesagt. Ich biege hinter der Schranke links ab. Bitte, Frau Staatsanwältin. Herr Zeuge, der zweite Mann war nicht betrunken. Wie stellten Sie das fest? Sprachen Sie mit ihm? Na ja, so ungefähr, Frau Richter. Staatsanwältin. Frau Staatsanwältin. Ich sage, seid ihr denn noch zu retten? So besoffen dürft ihr nicht fahren. Keine Sorge, sagt der Angeklagte da. Ich bin nüchtern. Sagte er nicht Kumpel? Tatsächlich. Ja, Kumpel, hat er gesagt. Und dann, Herr Zeuge? Na, der Besoffene feuerte die Tür zu. Ich dachte, die Scheibe fliegt raus. Da bin ich losgefahren. Wann hörten Sie von dem Unfall? Morgens auf der Meierei. Ich habe Leergut abgeladen und da kam die VP. Fragen an die Zeugen, Frau Staatsanwältin. Hatten Sie den Eindruck, dass der Angeklagte fahren wollte? Natürlich. Er hat doch gesagt, keine Sorge, ich bin nüchtern. Sahen Sie, dass er sich ans Lenkrad setzte? Nein. Ich bin losgefahren. Ich hatte es doch eilig. Danke. Keine Fragen weiter. Angeklagte, haben Sie Fragen an den Zeugen? Der Verteidiger? Die Schöffen? Sie sind entlassen, Herr Zeuge. Es steht Ihnen frei, der Verhandlung beizuwohnen. Ich muss schlafen, Herr Vorsitzender. Ach, richtig, Sie arbeiten nachts. Es tut mir leid, dass wir Ihre Ruhezeit geschmälert haben. Den Zeugen Biernack. Zeuge Biernack. Ja, bitte. Nun aber ab in die Federn. Bis heute Nacht dann, Kollege. Ja, heute nicht, ich habe frei. Wegen drei Fragen tanzt man nun hier an. Das hatte ich alles schon den weißen Mäusen gesagt. Das Gericht bildet sich eine eigene Meinung. Ich war mal Schöffe, wissen Sie? Na dann, Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Biernack, Ihre Aussage vor der Unfallkommission war dürftig. Trotzdem frage ich Sie, was wissen Sie von dem Unfall? Nicht viel, Herr Vorsitzender. Wie war das, als Sie die Gaststätte verließen? Ich habe ziemlich 40 Mark bezahlt. Gingen Sie zusammen aus dem Lokal? Hat der Wirt Sie hinausbegleitet? Hat er das gesagt? Es geht nicht darum, was der Zeuge gesagt hat, sondern woran Sie sich erinnern. Mir fehlen ein paar Meter Film. Ich bin zuerst eingestiegen, das weiß ich. Paul und Erwin haben sich gestritten. Daran erinnern Sie sich? Ja. Fahr doch los, dachte ich, und bin hinten reingeklettert. Und dann? Aus. Und wer ist gefahren? Keine Ahnung. Ihnen war es auch egal. Sie hatten 2,8 Promille, zur Unfallzeit vermutlich 3,0. Eine akute Alkoholvergiftung. Frau Staatsanwältin? Ehe Ihr Blutalkoholspiegel diese Höhe erkletterte, während des Aufenthalts in der Gaststätte, also haben Sie da bemerkt, dass Ihr Kollege Gütt Schnaps zu sich nahm? Cognac? Nein. Aber Sie wissen hoffentlich, dass, wenn Sie es bemerkt und nicht verhindert hätten, Sie mitschuldig geworden wären. Ja, selbstverständlich. Na, so selbstverständlich ist das leider noch nicht im Allgemeinen. Entschuldigen Sie. Ja? Sie sind von der Schranke Kienbusch, der Bahnwärter. Ich hörte das eben. Stimmt. Frau Hinze? Ja. Sie haben es gesehen, nicht wahr? Sie waren zuerst da. Lassen Sie es, junge Frau. Ist ja vorbei. Ob er gelitten hat? Nein, bestimmt nicht, Frau Hinze. Ihm konnte keiner mehr helfen. Ich dachte, er war gefahren. Er lag doch auf der linken Straßenseite. Mein Mann gefahren? Das stimmt aber nicht. Ich weiß. Der Angeklagte ist gefahren. Gut, ja. Und mein Mann war gleich... Er lag da eigentlich ganz friedlich. Auch Schmerzen hat er bestimmt nicht gehabt. Das ist ja alles blitzschnell gegangen. Ich habe ihn gesehen. Er hatte einen Verband um den Kopf. Wie ein Turban.
Wenn Sie jetzt reingehen, dann sitze ich allein hier. Nicht die Nerven verlieren, Frau Hinze. Ich frage mal, ob Sie vor mir rein können. Sie erinnern sich also nicht an Einzelheiten, Herr Zeuge. Der Unfallkommission haben Sie aber gesagt, Sie wüssten, dass unterwegs gehalten wurde. Ja, mir war schlecht. Sind Sie ausgestiegen? Solche Einzelheiten meinen Sie? Ja, ich bin raus. Und dann? Dann wieder rein. Ich bitte um Ruhe. Sie konnten doch vermutlich nicht allein aus- und einsteigen in Ihrem Zustand, oder? Einer hat mir geholfen. Aber ob es Erwin war, ich meine, Herr Gütt, ich weiß nur noch, dass die beiden Krach hatten. Schon wieder? Wieso? Sie hatten schon bei der Abfahrt den Hagenhorst-Streit. Ja, das stimmt. Haben Sie verstanden, worum es ging? Einzelne Worte? Na. Wissen Sie, dass er einen LKW gehalten hat? Nicht direkt. Wie? Nicht direkt. Und dass ein LKW gehalten hat, fiel mir erst wieder ein, als die VP danach fragte, hinterher. Sind Sie durch den Unfallschock nüchtern geworden? Nüchtern? Ein Schock kann ernüchternd wirken, aber bei Ihnen war es anscheinend nicht der Fall. Bitte, Frau Staatsanwältin. Sie saßen auf dem Rücksitz, Herr Zeuge. Sahen Sie, wer auf dem Fahrerplatz saß? Auf dem Fahrerplatz? Na, Erwin. Paul war doch... Das konnte jedem passieren. Ein bisschen scharf in der Kurve, die Schranke unten und dann auf die Klötzer. Und die rechten Räder waren auf dem Sommerweg, da hat's den Wagen nach rechts gerissen. Und ran an einen Baum. Und dann hat mir der Schrankenwärter rausgeholfen. Es ist erstaunlich, Herr Zeuge, dass Sie den Unfall minutiös zu schildern vermögen, obwohl Sie sich sonst an nichts erinnern. Wir sprechen ja fast jeden Tag davon. Von wem stammt also die Unfallschilderung? Von Erwin. Und was die Polizei festgestellt hat. Also erinnern Sie sich oder erinnern Sie sich nicht, wer auf dem Fahrerplatz saß? Als es krachte, sind die vorn da rausgeflogen. Was geschah, als man Ihnen aus dem Wrack herausgeholfen hatte? Mir war schlecht. Ich saß im Graben und dachte, wo ist denn Paul? Paul Hinze. Ja. Der mit der Lampe sagte doch, der Fahrer ist tot. Und da dachte ich, das hat er nur davon gehabt, der Erwin, für seinen guten Willen. Und dann kam das Unfallkommando. Alles andere erfuhr ich erst, als ich nüchtern war. Also, dass nicht Erwin Gütt, sondern Paul Hinze tot war. Fragen an den Zeugen? Ja. Wieso war für Sie Erwin Gütt der Fahrer? Sie wussten doch gar nicht, wer gefahren ist. Erwin wollte doch fahren, es war doch abgemacht. Inzwischen sind fast 3 Monate vergangen. Sind Ihnen irgendwann Zweifel gekommen, ob Ihr Kollege Gütt gefahren ist? Nein, nie. Das weiß er doch, dass er gefahren ist. Es wurde fast jeden Tag von dem Unfall gesprochen, sagten Sie. Wo? Im Kollegenkreis? Ja, in der Brigade, im Meisterbereich und sogar auf Betriebsebene vor dem Verkehrssicherheitsaktiv. War Gütt bei den Aussprachen dabei? Meist. Er hat doch selbstkritisch Stellung genommen. Äußerte er bei diesen Anlässen gelegentlich Zweifel, dass er gefahren ist? Oder deutete er an, dass nicht er, sondern Paul Hinze gefahren ist? Nein. Die letzte Frage, Herr Zeuge. Hatten Sie jemals den Eindruck, dass Ihr Kollege Gütt sich nicht mehr an die Unfallvorgänge erinnert? Nein, nie. Keine Fragen mehr. Ja, Angeklagte? Erinnerst du dich, Heinz? Am anderen Tag habe ich zu dir gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie das passiert ist. Ja, stimmt, hast du. Aber ich habe das nicht so verstanden, dass du dich nicht mehr erinnerst. Weitere Fragen? Nein. 10 Minuten Pause. Was ist, Heinz? Pause. Ach so, du, das schmeckt mir nicht. Die machen Andeutungen, als wäre Paul gefahren. Was? Aber das ist doch glatter Schwindel. Hast du das nicht gesagt? Du warst doch dabei. Erwin tut so, als erinnere er sich nicht mehr, ob er gefahren ist oder Paul. Das kann er doch nicht. Das wäre eine Gemeinheit. Er kann doch nicht plötzlich... So ist Erwin nicht, Gerda. Ob er es vielleicht wirklich nicht mehr weiß? Paul sowas unterzuschieben, weil der sich nicht mehr wehren kann. Sie glauben ihm nicht. Beruhige dich. Soll das an Paul hängen bleiben? Nein. Ich lasse das nicht auf ihm sitzen. Ja, was glaubst du denn? Ich? Ja, vielleicht ist Paul wirklich ein Stück gefahren. Aber nachher? Wir haben unterwegs angehalten. Hast du das nicht gesagt? Doch. Da ist auch ein Zeuge, der Milchfahrer. Wenn ich bloß wüsste, was der ausgesagt hat. Ich frage mal Atze. Und was hast du gesagt? Ich weiß doch nichts. Erinnere dich, Heinz.
Erwin will es Paul anhängen. Er hat ihn auf dem Gewissen und nun will er... Heinz, denk nach, Paul ist nicht gefahren. Ich will dir denk ja helfen, denk daran, was für die Kinder und für mich davon abhängt. Schiebt Erwin es auf Paul, dann will die Kaskoversicherung die 8000 Mark zurück. Und die Unfallversicherung entfällt auch. Jetzt von Geld reden, das ist so widerlich. Aber es geht nicht um mich. Da sind die Jungs. Ich kann den Kopf nicht in den Sand stecken. Warum will Gütt uns das antun nach allem? Ich rede mit ihm, Gerda. Das kann er nicht machen. Davon war nie die Rede, dass Paul gefahren ist. Du musst dich erinnern, Heinz. Auf dich kommt es jetzt an. Du warst dabei. Ja, aber ich weiß es doch nicht. Du darfst nicht zulassen, dass er sich rausschwindelt. Am anderen Tag war er bei mir. Es tut ihm leid, hat er gesagt. Die Schranke war unten. Er hat aber auch gesagt, er weiß gar nicht, wie es passiert ist. Wie geht's denn weiter? Drei Zeugen noch. Dann komme ich ran als gesellschaftlicher Verteidiger. Danach das Plädoyer von der Staatsanwältin. Vielleicht bist du als Kollektivvertreter vor mir dran. Wo ist denn Erwin? Da drüben am Fenster. Ich soll ihn allein lassen, sagt er. Aber ich muss mit ihm reden, der dreht mir durch. Ich muss wissen, was gehauen und gestochen ist. Du, wart mal. Firlefanz. Sich nicht mehr erinnern. Oder glaubst du das? Vielleicht hat er plötzlich Angst gekriegt vor der eigenen Courage. Wie? Mir ist da was Ähnliches passiert. Im Winter 55 war das. Ich kam aus der Schule. Wie ich über die Brücke gehe, da höre ich was winseln. Sitzt ein kleiner schwarzer Hund auf einer Eisscholle. Was hat denn das mit Erwin zu tun? Ich habe mich ausgezogen bis auf Hemd und Unterhose und bin rein. Was? Naja, bloß bis zu den Kniekehlen. Mir blieb einfach die Luft weg. Ich wollte nicht angehen, weißt du. Mir ging es nur um das Hundevieh. Der winselte so jämmerlich. Ja, und dann stand ich da in meinen Unterhosen. Und die ganze Courage im Eimer. Ach so, du meinst... Oh, das ist doch Blödsinn. Nein, nein. Vielleicht wollte er es auf sich nehmen. Bis heute hat er nie bestritten, gefahren zu sein. Und moralisch ist er sowieso schuldig. Davon kommt er nicht los. Paul hat sich darauf verlassen, dass er nichts trinkt. Ah ja. So gesehen könnte man es verstehen. Heute, wo es ernst wird, kriegt er kalte Füße. Übrigens, den Hund... Den hat die Feuerwehr mit dem Schlauch. Erwin, lass mich in Ruhe. Das kannst du nicht machen. Gerda ist fertig vor Angst. Sie denkt, du hängst es Paul an. Erwin sagt die Wahrheit. Du kannst Paul nicht zum zweiten Mal in die Pfanne hauen. Wieso zum zweiten Mal? Zum ersten Mal bei Retzlaff. Warum hat er mir den Zündschlüssel aus der Hand gerissen? Er ist gefahren, nicht ich. Das erste Stück vielleicht. Aber nachher? Erwin. Sagte Wahrheit. Junge, wir konnten uns doch immer aufeinander verlassen. Wie sollen wir denn sonst arbeiten? Wenn das rauskäme, dass du dich losgeschwindelt hast. Ja, es war mies, dass ich getrunken habe. Aber dafür ins Gefängnis? Oder kriege ich Bewährung? Wenn ich Bewährung kriege, dann sage ich, ja, ich bin gefahren. Die Wahrheit sollst du sagen. Du bist doch gefahren. Und nicht Paul. Du kannst Gerda und die Kinder nicht noch mehr ins Unglück bringen. Ein Schuft bist du, ein Dreckskerl! Lassen. Ihr seid wohl übergeschnappt. Geh jetzt. Ja. Der ist verrückt geworden. So weit seid ihr schon. Prügelt euch. Ich dachte, die sind in Ordnung und hab keinen Moment gezögert, die Verteidigung zu übernehmen. Warum lasst ihr mich denn nicht in Ruhe? Drinnen geht's weiter, nicht hier. Warum fällt dir erst heute ein, dass Paul gefahren ist? 3 Monate lang kein Wort davon. Wenn du vielleicht an Pauls Stelle die Schuld auf dich nehmen wolltest und es dir jetzt anders überlegt hast, dann versteck dich nicht hinter Gedächtnisschwund. Dann bekenn Farbe. So und so. Ich wollte es auf mich nehmen, weil ich moralisch sowieso schuldig bin. Und werde verdonnert wegen Irreführung der Ermittlungsorgane, was? Also wie nun, bist du gefahren oder nicht? Als nächsten Zeugen hören wir den Leiter der Unfallkommission. Hauptmann Schulz, 44 Jahre, Leiter des Verkehrsunfallkommandos, mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Am 6. Juni wurde um 1.33 Uhr von der Reichsbahn-Blockstelle KNB telefonisch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden gemeldet. Wir forderten den Rettungswagen des Kreiskrankenhauses an und waren 15 Minuten später an der Unfallstelle. Es war Mondhell, trockenes Wetter, gute Sicht und normale Fahrbahn. Der Unfallort lag von Bockwitz aus 50 Meter hinter der Bahnschranke Kienbusch. Ein PKW Typ Wartburg war aus Richtung Hagenhorst kommend hinter der 80 Meter Warnmarke gegen einen Straßenbaum gefahren.
An der Unfallstelle machte Polizeimeister Runge 8 Fotos. Sie liegen dem Bericht bei. Die Lichtbilder sind Gegenstand der Verhandlung. Bitte fahren Sie fort. Die Unfallspuren wiesen eindeutig den Sachverhalt aus. Der PKW war mit hoher Geschwindigkeit in den Bahnschrankenbereich eingefahren. Die Tachometernabel klemmte bei 100 Kilometern in der Stunde. Der Fahrer muss jäh und stark gebremst haben. Die rechten Räder gerieten dabei auf den Sommerweg. Der PKW wurde daher nach rechts gerissen, schleuderte gegen den Baum, prallte ab und drehte sich einmal um sich selbst. Auf der Fotografie erkennen Sie deutlich die mit Kreide markierten Spuren. Die Karosserie wurde nach vorn zusammengedrückt. Auf der linken Fahrbahnseite lag die Leiche des Fahrzeughalters Paul Hinze. Der Schrankenwärter Matusch war der Erste am Unfallort und befreite den auf dem Rücksitz eingeklemmten Mitfahrer Biernack. Dieser war nicht vernehmungsfähig und roch intensiv nach Alkohol. Der Krankenwagen brachte ihn in das Kreiskrankenhaus Bockwitz. Die Untersuchung ergab 2,8 Promille Blutalkohol. Der gleiche Wert wurde bei dem tödlich Verunglückten festgestellt. Herr Zeuge, hielten Sie den Toten für den Fahrer des Wagens? Ja, er lag auf der linken Fahrbahnseite. Nachdem sich aber der Bürger Gütt morgens auf der Dienststelle gemeldet und ausgesagt hatte, der Fahrer zu sein, ließ sich der Widerspruch klären. Der PKW hatte sich ja gedreht. Hinze ist während dieser Drehung herausgeschleudert worden. Der Angeklagte behauptet, er sei nicht sicher, ob er gefahren ist. Könnte Hinze gefahren sein? Ja, das würde dem ersten Eindruck am Unfallort entsprechen. Sind noch Fragen an den Zeugen? Bitte, der Verteidiger. Herr Zeuge, Sie sagten, der PKW fuhr mit großer Geschwindigkeit in den Schrankenbereich ein. Leiten Sie das davon ab, dass die Tachonadel bei 100 Stundenkilometer verklemmt war? Nein. Entscheidend ist der Zustand des Fahrzeugwracks und die Tatsache, dass es vom Baum abprallte, sich um die eigene Achse drehte und erst nach 20 Metern zum Stehen kam. Die festgeklemmte Tachonadel ist allerdings auch zu berücksichtigen. Beim Ausfall des Mechanismus wird ja die Nadel von der Feder nach links auf den Nullpunkt zurückgeholt. Im hier vorliegenden Fall wurde die Nadel von Glassplittern festgeklemmt. Genügt Ihnen das? Danke, ja. Sind noch Fragen an den Zeugen? Frau Staatsanwältin. Der Ermittlungsakte habe ich entnommen, dass Sie den Angeklagten am Vormittag des 6. Juni noch einmal vernommen haben. Welchen Eindruck machte er da auf Sie? Der Bürger Gütt benahm sich höflich, wirkte ruhig und gefasst. Über die Tragweite seiner Fehlhandlungen schien er im Klaren zu sein. Während er bei der ersten Befragung durch den Kriminalisten vom Dienst bestritten hatte, Alkohol getrunken zu haben, gab er nun 3 Cognacs zu. Stellten Sie bei ihm Anzeichen von Erinnerungsschwund fest? Nein. Danke. Keine weiteren Fragen. Sind noch Fragen an den Zeugen? Angeklagter? Verteidiger? Die Schöffen? Das ist nicht der Fall. Ja, was ist? Frau Hinze, die ihre ich verstehe. Danke, Herr Zeuge. Ich erfahre eben, dass die Zeugin Frau Hinze der nervlichen Belastung nicht mehr gewachsen zu sein glaubt. Ich denke, wir sollten auf ihre Aussage verzichten. Einspruch, Frau Staatsanwältin? Im Interesse der Wahrheitsfindung sollten wir die Zeugin hören. Also die Zeugin Hinze. Zeugin Hinze. Bitte, Frau Hinze, und setzen Sie sich. Sie heißen Gerda Hinze, geborene Windisch, 27 Jahre alt, 2 Kinder, Beruf Verkäuferin. Sie waren die Ehefrau des Paul Hinze. Ja. Die Frau Staatsanwältin hat ein paar Fragen an Sie. Bitte. Ich weiß gar nichts. Frau Zeugin, ich beschränke mich auf das absolut Notwendige. Haben Sie nach dem Unfall mit dem Angeklagten gesprochen? Am Tag darauf, da kam er. War Ihnen da der Unfallhergang bekannt? Ja. Was wollte der Angeklagte? Es täte ihm leid, sagte er. Angeblich wusste er nicht, wie es passiert ist, aber er lügt. Sagte er, dass er sich nicht an den Hergang erinnert? Oder sagte er sinngemäß, es ist mir unbegreiflich, wie es passieren konnte? Es jetzt auf meinen Mann schieben. Frau Zeugin. Wie kann er bloß sowas, so eine Niedertracht? Bitte, Frau Und Zeugin. Mein Mann kann sich nicht mehr wehren. Keine Fragen weiter. Herr Biernack, wenn Sie so freundlich sein wollen, begleiten Sie Frau Hinze ins Anwaltszimmer. Frau Hinze, wenn Sie sich ein paar Minuten ausruhen wollen. Danke. Dann als letzten Zeugen den Zeugen Matusch. Zeuge Matusch, hier. Hans Matusch,
56 Jahre alt. 20 Jahre bei der Reichsbahn. Seit 4 Jahren Schrankenwärter, aus gesundheitlichen Gründen. Verheiratet, 2 Kinder, aber die sind schon groß. Mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Danke, Herr Zeuge. Sie erinnern sich noch an den Unfall? Genau, Herr Vorsitzender. Wenn Sie bitte berichten wollen. Zuerst kam der Milchwagen. Da war der 1.20 Uhr schon gemeldet. Er kommt heute aber spät, dachte ich. Sie meinen, der Zug hatte Verspätung? Nicht der Zug, der Milchwagen. Aber er schafft es noch. Wir haben verschärfte Sicherheitsbestimmungen. Die Schranke bis auf Sichtweite offen halten, gibt es nicht mehr. Ich also raus an die Kurbel. Eine Handkurbel? Jawohl. Das Milchauto fuhr durch und ich ließ runter. Der 1.20 Uhr passierte. Er war ziemlich lang. Urlaubszeit. Der Zug war eben durchgerollt. Da sah ich von Hagenhorst her die Lichter. Lichter? Ja, die Autoscheinwerfer. Ach so. Der Wagen hatte scharfes Tempo drauf. Man erkennt das im Aufblitzen zwischen den Bäumen. Ich ging an die Kurbel. Der Wagen kam förmlich in die Kurve geschossen. Ich konnte nichts mehr sehen, weil die Scheinwerfer blendeten. Wie weit war die Schranke hoch, Herr Zeuge? Halb, eher weniger. Und dann quietschen die Bremsen. Ich stand im Dustern, denn die Scheinwerfer schwenkten ruckartig in den Wald. Dann krachte es, dann war es still. Hörten Sie Hilferufe? Nein, nichts. Ich lief ins Wärterhaus und holte die Lampe. Der nächste Zug kam erst um 2.40 Uhr. Dann lief ich zur Unfallstelle und der Angeklagte da, der rannte in den Wald. Ich rief Hallo, aber er rannte weiter. Dann war ich am Wagen. Der sah vielleicht aus. Es roch nach Benzin. Die Türen waren so zerknautscht und so zusammengeschoben, dass kein Hund hätte reinkriechen können. Und dann hörte ich einen Stöhnen. Da lag jemand auf dem Rücksitz. Ich dachte erst, er hat schlimm was abgekriegt, weil er so stöhnte. Aber dann roch es auf einmal nicht mehr nach Benzin, sondern nach Schnaps. Ich zog ihn über die Lehne der Vordersitze durch den Rahmen der Fahrertür. Er schimpfte, was der Blödsinn soll. Auf Händen und Füßen kroch er dann in den Graben. Erkennen Sie den Mann wieder, dem Sie aus dem Auto geholfen haben? Der Herr da war es, der Dicke. Fahren Sie fort, Herr Zeuge. Der Fahrer lag auf der Straße, der Kopf in einer großen Blutlache. Wieso dachten Sie, es sei der Fahrer? Er lag in Fahrtrichtung links. Ja, heute weiß ich, dass ich mich geirrt habe. Ich wusste ja nicht, dass ich das Auto gedreht hatte. Ich lief dann ins Wärterhäuschen und telefonierte mit der Blockstelle. Der Blockstellenleiter sagte, ich rufe die weißen Mäuse, bleib jetzt auf dem Posten, eine Lok ist auf der Strecke. Hatte er von der Blockstelle aus den Unfall beobachtet? Nein, das ist nicht möglich. Der Wald liegt dazwischen. Herr Zeuge, sahen Sie den Angeklagten nochmal oder hörten Sie ihn? Nein, ich sage ja, er lief in den Wald und war verschwunden. Sind Sie sicher, dass es der Angeklagte war, den Sie an der Unfallstelle beobachtet haben? Ja, er war am Auto. Wie am Auto? Nah? Ja, ganz nah. Er war doch ebenfalls herausgeschleudert worden. Lag er oder stand er? Moment, dass ich nichts Falsches sage. Danach bin ich noch nie gefragt worden. Das war bisher auch nicht nötig. Heute geht es darum, beim Angeklagten Erinnerungslücken zu schließen. Also nah am Auto. Ja, er kam um das Auto herumgehumpelt. Er humpelte? So als sei er verletzt? Ja, eigentlich nicht. Nachher hinkt er ja auch nicht mehr. Wann? Als er in den Wald rannte. Ich rief Hallo und da rannte er weg. Angeklagter, stehen Sie mal auf. Sie haben gehört, was der Herr Zeuge ausgesagt hat. Warum rannten Sie weg? Von der Unfallstelle bis Bockwitz weiß ich gar nichts. Und dann will ich Ihrem Gedächtnis etwas nachhelfen. Sie haben im Volkspolizeikreisamt ausgesagt, ich lief in das Schrankenwärterhäuschen, um den Unfall zu melden, aber das Telefon war ohne Strom. Wie? Er war in meinem Dienstraum. Seiner ersten protokollierten Aussage zufolge. Aber er rannte doch in den Wald. Angeklagter, stimmt diese Ihre erste Aussage? Waren Sie im Dienstraum des Zeugen Matusch? Das Telefon ohne Strom. Na ja, wenn er den Rufknopf nicht drückt. Und jetzt geht mir auch ein Licht auf, wohin meine Mentholbonbons verschwunden waren. Die hat er mitgenommen. Ich hatte ein paar auf dem Tisch und nachher waren sie verschwunden. Angeklagter, haben Sie die Bonbons an sich genommen? Ich weiß nicht.
Dann darf ich Ihnen Blatt 8 der Ermittlungsakte vorhalten. Alkoholgenuss war ihm nicht anzumerken. Er roch intensiv nach Mentholbonbon. Nun? Ja, ich glaube, ich habe sie mitgenommen. Hohes Gericht. Das allein führt doch alle bisherigen Beteuerungen des Angeklagten über die angeblich verlorene Erinnerung ad absurdum. Der Angeklagte handelte nach dem Unfall zielstrebig und wohlüberlegt. Aus dem Zufall, dass auf dem Tisch des Schrankenwärterhauses Mentholbonbons lagen, machte er für sich das Beste. Er roch nach Alkohol. Also musste er Zeit gewinnen und hoffte auf die Wirkung der Bonbons, die ihm wie ein Geschenk... Frau Staatsanwältin, bitte noch kein Plädoyer. Ich möchte vorher die Zeugenvernehmung abschließen. Also, Herr Zeuge, der Angeklagte lief in den Wald. Er war nicht verletzt, das wissen wir. Vielleicht war es eine Prellung oder... Nein, der Schuh. Was meinen Sie? Er hinkte um das Auto rum, bückte sich und griff rein. Er hat den Schuh aus dem Wagen gefischt. Dann stand er auf dem linken Bein und hat den rechten Schuh angezogen. So war's. Ruhe bitte. Angeklagter, erinnern Sie sich daran? Haben Sie den Schuh angezogen? Ja. Der Schuh lag also im Auto. Wo da? Herr Zeuge, wo standen Sie, als Sie die Wahrnehmung machten? An der Schranke. Demnach sahen Sie die linke Seite des Pkw? Jawohl. Von wo holte der Angeklagte den Schuh aus dem Auto? Vorn oder hinten? Vorn. Angeklagter, Sie haben den Schuh vom Fahrerplatz geholt? Ja. Er klemmte hinter den Pedalen. Der Schuh klemmte hinter den Pedalen. Herr Zeuge, Sie haben dem Gericht bei der Wahrheitsfindung geholfen. Wir danken Ihnen. Sie können Platz nehmen. Angeklagter, treten Sie vor. Hören Sie jetzt endlich auf, immer nur zuzugeben, was Ihnen nachgewiesen wird. Bekennen Sie sich zur Wahrheit. Wollen Sie sich nicht äußern, bevor die Frau Staatsanwältin mit dem Plädoyer beginnt? Also, Angeklagter, wie war das nun? Ja, es tut mir leid. Ich habe die Unwahrheit gesagt. Das Milchauto fuhr ab und ich ließ Paul nicht wieder ans Lenkrad. Ich war nicht betrunken und wollte Paul zeigen, dass ich trotz der paar Cognac und Biere besser fuhr als er. Aber es war zu schnell. Und dann die Schranke. Dann krachte es. Ich wurde rausgeschleudert, rappelte mich wieder auf, da sah ich Paul liegen. Es war furchtbar. Ich suchte meinen Schuh und dann rannte ich in den Wald. An der Bahnschranke kam ich zu mir. Der Wärter lief mit der Lampe zum Auto. Ich dachte, ob er schon telefoniert hat. Ich ging ins Wärterhaus und nahm den Hörer ab, aber die Leitung war tot. Dann sah ich die Mentholbonbon liegen. Wenn du die lutschst, dachte ich, merken sie die Fahne nicht. Die macht alles schlimmer. Die Stunden im Wald. Ich wäre froh gewesen, hätte ich mich an nichts erinnert. Aber ich wusste alles, was in jeder Sekunde passiert war. Sollte ich der Polizei auf die Nase binden, dass Paul zuerst ein Stück gefahren war? Es änderte ja nichts daran, dass ich schuld war. Im Volkspolizeikreisamt versuchten Sie, den Alkohol zu verheimlichen. Ja, ich dachte, vielleicht rutsche ich durch, aber als ich zur Blutentnahme gebracht wurde, da wusste ich, dass es rauskommt. Sie haben nie bestritten, gefahren zu sein. Wann kamen Sie darauf, es zu tun? Gestern. Da traf ich Frau Retzlaff in Bockwitz an der Bushaltestelle. Sie war aufgeregt wegen des Termins heute, weil Hermann vorgeladen war. Bloß gut, sagte sie, dass Sie unterwegs den Fahrerplatz mit Hinze getauscht haben. Wäre ihm der Unfall passiert, müssten wir vielleicht den Laden zumachen. Oder er wäre im Suff langsam gefahren und dann wäre gar nichts passiert. Wer kann das wissen? Ja, sagte ich, wer kann das wissen? Ich dachte, Retzlaffs wissen, dass Paul gefahren ist. Warum hat das Hermann vor der Unfallkommission nicht gesagt? Alle sind sie stumm.
Der Tote, Hans Birner, Gretzlaff. Nur ich quatsche alles aus. Plötzlich war das wegen Zwang. Frau Retzlaff habe ich gesagt, Hermann muss das morgen vor Gericht sagen, ich packe aus. Sie hat gejammert, aber ich blieb dabei. Ich habe letzte Nacht keine Minute geschlafen. Dauernd die Gedanken. Mach es wie Heinz Biernack, der ist fein raus, der weiß nichts. Retzlaff sagt, Paul ist gefahren. Und ich erinnere mich an nichts mehr. Ich bin froh, dass es jetzt gesagt ist. Gerda. Ich habe dich gesucht im Anwaltszimmer. Nun, was ist? Plötzlich war er wie ausgewechselt. Ich wusste ja, er lässt es nicht an Paul hängen. Er war eben ein bisschen verdreht. Wer will auch gerne in seiner Haut stecken? Kommst du mit zum Bus? Wird er eingesperrt? Ja. Atze hat zwar gut für ihn gesprochen und Arnsdorf auch, aber ein Jahr Freiheitsentzug, die Mindeststrafe. Die Fahrerlaubnis ist er für 3 Jahre los. Die Jungs? Sie müssen jetzt aus der Schule kommen. Und noch kein Essen. 15:15, den Bus schaffen wir noch. Komm. Bahnschranke Kienbusch. Wir brachten ein Hörspiel von Hans Siebe. Dramaturg Gerhard Rentsch. Die Personen und ihre Darsteller waren Vorsitzender Walter Niklaus, Staatsanwältin Käthe Koch, Erwin Gütt, Manfred Schulz, Heinz Biernack, Hans-Robert Wille, Gerda Hinze, Regine Lehmann, Hermann Retzlaff, Erich Gerberding, Hans Mattusch, Alfred Bohl, Richard Wolf, Fred Delmare, Adolf Sommer, Juri Kramer, Willi Arnsdorf, Horst Kempe, Hauptmann Jan-Franz Krüger. Schnitt Gabriele Grune, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Günther Burmann, Regie Walter Niklaus. Bahnschranke Kienbusch. Dieses Hörspiel lief erstmals am 22. September 1971 um 20.05 Uhr im Rundfunk der DDR. Und die An- und Absage im Hörspiel sprach Günther Bohrmann, selber Dauerregisseur im Funkhaus Leipzig. Das war eine Tradition dieses Studios. Die festen Hausregisseure sprachen fast immer die An- und Absagen der Produktionen, die sie nicht selber inszeniert hatten. Wann immer man also die Stimmen von Günther Bohrmann, Walter Niklaus oder Klaus Zippel vor oder nach einem Hörspiel dieser Jahre hörte, wusste man, dass es aus Leipzig stammte, aber dass der Regisseur in dieser jeweiligen Produktion nur als Sprecher zur Verfügung stand. Was war weiter? Berichten Sie doch endlich Zusammenhängende. Das war noch einmal Walter Niklaus als Richter. Und jetzt habe ich noch etwas Besonderes für Sie. Ich hatte ja eingangs schon erzählt, dass Niklaus über Jahrzehnte den Schauspieler Basil Rathbone als Sherlock Holmes in einer schwarz-weißen Spielfilmserie synchronisierte. Ein Mörder läuft frei herum. Verlieren wir keine Zeit. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ja, und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn Walter Niklaus den berühmten Meisterdetektiv nicht auch einmal im Hörspiel gegeben hätte. Sherlock Holmes und Dr. Watson, Sie schickt der Himmel. Aber natürlich hat es das gegeben. Hat niemand von Ihnen bemerkt, meine Herrschaften, dass Miss Benson nach 3 Uhr am Nachmittag, also nachdem das Schreckliche entdeckt worden war, die Pension heimlich verlassen und nach 50 Minuten ebenso heimlich wieder betreten hat? Tatsächlich. Das ist eindeutig Walter Niklaus als Sherlock Holmes für ein DDR-Hörspiel von 1975. Mord in der Pension zum edlen Ross. Ich brauchte den letzten Beweis. Ich suchte einen Linkshänder, denn es war mir nicht entgangen, dass nur ein Linkshänder den tödlichen Stich ausgeführt haben kann. Ja, das sind typische Sätze des großen Kriminalisten. Hier wurde Walter Niklaus wiederum vom DDR-Hörspielveteran Klaus Zippel inszeniert. Beobachtung ist die beste Waffe der Gerechtigkeit. Natürlich hätte es meine Kein-Mucks-Redaktion und mich sehr gereizt, Ihnen dieses Sherlock-Holmes-Hörspiel aus der DDR auch irgendwann in voller Länge zu präsentieren. Aber es ist gar keins. Mord in der Pension zum edlen Ross ist eine Fantasie. Es bleibt überwiegend nur bei markanten Sätzen historischer Kriminalisten. Neben Sherlock Holmes tauchen auch Charlie Chan und eine Auguste Dupin-Parodie auf. Doch es bleibt ein reines Zitatespiel, das nirgendwo hinführt. Leider. Tja, wenn Sie Krimi-Parodien aus alter Zeit mögen, dann gucken Sie lieber nochmal Eine Leiche zum Dessert.
Wir brachten Bahnschranke Kienbusch in Erinnerung an Walter Niklaus und eben dem gehört nun in seiner Rolle als Sherlock Holmes das letzte Wort. Das bestätigt nur die alte Erfahrung, mein lieber Watson, dass in jeder Kriminalgeschichte ein kleiner, unerklärter, weil nicht erklärbarer Rest bleibt. Bravo, Holmes. Kommen Sie, Watson, hier braucht man uns nicht mehr. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit herrlichen Hörspiel-Kuriositäten. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Genau, jeden Donnerstag erscheint eine neue Kein Mucks-Folge, zuerst in der ARD-Audiothek, aber auch da, wo Sie Podcasts sonst empfangen wollen. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller neuen ARD-Sendeanstalten. Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Viele weitere Archivhörspiele finden Sie in den anderen Krimi-Podcasts der Audiothek. Ich darf mich bis zur nächsten Ausgabe verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören und tschüss. Also, Wiedersehen.